Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil meiner Bundesliga-Vorschau zur Saison 2013-2014. Heute schauen wir uns genauer an den Club vom 1. FC Nürnberg. Und wir gehen einfach mal direkt in die Transfers rein und schauen uns an, was der Club so in der Sommerpause transfermäßig geleistet hat. Bei den Neuzugängen vor allem jede Menge junger Perspektivspieler mit dabei. Zum einen der teuerste Neuzugang, der kommt aus der Schweiz, aus Zürich, nämlich der Schweiz-Kroate Drimic, hat 3 Millionen Euro gekostet und ist für die linke Außenbahn vorgesehen. Hat in der Schweizer Liga in 31 Spielen 13 Tore immerhin geschossen und weitere 6 vorbereitet. Das liest sich ja eigentlich ganz gut, auch wenn es in Anführungszeichen nur die Schweizer Liga war. Muss er sich natürlich erstmal in Deutschland auch ebenfalls beweisen in der Bundesliga. Dort wird das nicht ganz so einfach sein. Zudem Emanuel Pokatetz von VfL Wolfsburg, ein österreichischer Innenverteidiger, gekommen. In einem Tauschgeschäft gegen Tim Klose, da komme ich gleich nochmal kurz drauf zu sprechen. Außerdem kommt von Borussia Dortmund Daniel Ginczek für den Sturm. Ebenfalls ein junger Stürmer Stipinski, der kommt aus der polnischen Liga, ich glaube von Wisla Krakau, ablösefrei. Und ebenfalls ablösefrei und ebenfalls ein Perspektivspieler aus der zweiten Mannschaft von Arsenal London kommt Rechtsverteidiger Anger ins Frankenland. Bei den Abgängen nicht so viele Leistungsträger dabei, will ich meinen. Der teuerste Abgang war dabei Tim Klose, der Mario Gomez verschnitt. Zumindest was das Äußerliche angeht. Für 6 Millionen Euro, die meiner Meinung nach auch ganz schön viel sind. Ich finde, da hat Nürnberg ein richtig gutes Tauschgeschäft gemacht mit den Wölfen. Tim Klose und 6 Millionen Euro gehen zum VfL in die VW-Stadt. Natürlich geht nur Tim Klose zur VW-Stadt zum VfL. Und im Gegenzug kommen 6 Millionen Euro plus Emanuel Pogatetz als Innenverteidigerersatz zum 1. FC Nürnberg. Meiner Meinung nach ein sehr gutes Tauschgeschäft. Ihr könnt mich gerne korrigieren, aber ich habe Tim Klose jetzt nicht als so großen Leistungsträger in Erinnerung in der letzten Saison beim 1. FC Nürnberg. Da finde ich schon allein die 6 Millionen bisschen zu viel eigentlich. Okay, VW, Wolfsburg, die haben das Geld, denen sind die 2-3 Millionen mehr oder weniger scheißegal. Aber ich finde, das ist ganz schön zu viel für den guten Tim Klose. Und Pogatetz, von dem halt jetzt auch nicht allzu viel, aber als Ersatz ist er schon in Ordnung. Und 6 Millionen ist ein ordentliches Sümmchen, was die Klubberer da bekommen haben. Was schon ein bisschen mehr schmerzt, will ich meinen, ist der Abgang von erfahrenen Denker und Lenker im Mittelfeld. Timmy Simmons, der Belgier, wechselt zurück in seine Heimat und schließt sich den FC Brügge an. Da wird schon, denke ich, eine große Lücke hinterlassen werden in diesem defensiven zentralen Bereich. Eine Position, die im modernen Fußball sehr wichtig ist. Und außerdem Sebastian Polter, der war nur ausgeliehen, kehrt ebenfalls den 1. FC Nürnberg den Rücken. Insgesamt hat der Club ein Plus von 2 Millionen Euro gemacht, also auch noch positiv, eine positive Transferbilanz gezogen, ohne allzu große Abgänge zu verbuchen. Wie gesagt, von Tim Klose hielt ich eigentlich nicht so viel. Timmy Simmons könnte noch wehtun, aber dafür wurden jede Menge Perspektivspieler ins Frankenland gelockt. Eine, wie ich finde, gute Transferbilanz. Qualitätsmäßig hat sich da noch nicht allzu viel getan, denke ich, aber dafür einige Perspektivspieler geholt. Und dann kommen wir direkt mal zur möglichen Startformation vom Team von Michael Wiesinger, dem Trainer des 1. FC Nürnberg im Tor. Dort wird natürlich der Kapitän spielen, Raphael Schäfer. Kommt auch langsam in die Jahre, ich glaube 35 ist er mittlerweile auch. Aber da hat er noch einen sehr jungen Spieler hinter ihm, nämlich den guten Rakowski, der vor kurzem auch noch seinen Vertrag verlängert hat. Ich denke, der wird so langsam als Schäfer Nachfolger aufgebaut. Sehr großes Talent, was die Nürnberger da als zweiten Keeper auf der Bank haben. In der Viererkette, dort wird, kommen wir zunächst mal ausnahmsweise zur Innenverteidigung,
denn dort gibt es nicht allzu viele Alternativen. Dort spielen Nilsson, der Schwede, torgefährlichster Abwehrspieler der letzten Saison. Ich glaube, 6 Treffer hat er für den Club erzielt. Und ich glaube, der war sogar bester Torschütze als Abwehrspieler beim Club. Auch sehr kurios. Neben ihm der Österreicher Neuzugang vom Wolfsburg, Emanuel Pogatetz. Ja, bleibt nicht allzu viel zu sagen. Ich hatte nicht so viel von ihm, weil er die letzte halbe Saison an West Ham United ausgeliehen hat, dort aber allerdings auch kaum gespielt. Links hinten der erfahrene Argentinier Javier Pinola, sehr solider Bundesligaspieler. Und rechts der US-amerikanische Nationalspieler. Von ihm halte ich extrem viel. Timothy Chandler auf der rechten Außenverteidigerposition gesetzt für mich. Als Ersatz bleibt nicht mehr allzu viel übrig. Marcus Antonio für die Innenverteidigung hat schon in der letzten Saison mehrere Male seine Bundesliga-Untauglichkeit bewiesen. Also wenn da einer der beiden Innenverteidiger ausfallen sollte, könnte schon es lichterloh brennen in der Innenverteidigung von Nürnberg, zu dem Antonio momentan auch noch verletzt ist. Pinola könnte notfalls noch Innenverteidiger spielen, aber das ist auch alles andere als seine optimale Position. Links hinten könnte auch noch Marvin Plattenhardt spielen, der in der letzten Saison ja auch schon fast den Durchbruch geschafft hat zum Stammspieler, weil er häufig ins linke Mittelfeld vorgerückt ist. Wäre vielleicht auch eine Alternative in der kommenden Saison, denn für die linke Seite haben die Nürnberger 3 gute Alternativen. Pinola, der auch links im Mittelfeld spielen könnte, genau wie Plattenhardt, und auch den in der letzten Saison sehr lange verletzten Jusek, oder wie man ihn auch immer aussprechen mag, der Tscheche, kann ebenfalls links hinten als auch links im Mittelfeld spielen. Hat eigentlich einen sehr guten Eindruck gemacht in der Vorbereitung der letzten Saison bei den Klubbarern, bevor er sich leider das Kreuzband hat, gerissen und ist deswegen eigentlich komplett die letzte Saison ausgefallen. Auch den Tschechen sollte man nicht vergessen, ein sehr guter Mann für die linke Seite. Da sind die Nürnberger mit 3 Leuten sehr gut aufgestellt, wie ich finde. Rechts hinten die erste Alternative, der Neuzugang von Arsenal, Anga, wobei ich nicht glaube, dass er zumindest in der ersten Saison in der Anfangsphase für den ersten Kader vorgesehen ist. Ich denke, ähnlich auch wie der andere Neuzugang Stepinski, werden die sich erstmal in der zweiten Mannschaft wiederfinden. Wie gesagt, ich glaube, beide sind erst 18 Jahre jung. Da wird noch irgendwann mal was heranwachsen, aber zunächst denke ich erstmal für die zweite Mannschaft vorgesehen. Vor der Viererkette schon fast, oder bei den meisten Bundesliga-Vereinen üblich, bei diesem modernen Fußball, dieses 4-2-3-1 System, und deswegen auch die Nürnberger mit 2 Sechsern. Da kommt es jetzt drauf an, ob der gute Jürgen Wiesinger auf volle Erfahrung setzt im defensiven Mittelfeld. Dann würden wahrscheinlich Balic und Markus Feuner spielen, oder ob er den jungen Niklas Stark mal eine Chance gibt. Der hat da auch schon in der Schlussphase der letzten Saison einige Male gespielt. Könnte ich mir auch vorstellen, dass er Niklas Stark bringt, ein Nürnberger Eingewächs im defensiven Mittelfeld, und dem dann einen erfahrenen Mann wie Balic oder eben Feuner zur Seite stellt. Sehr großes Talent. Ich hoffe und denke, dass er häufiger mal zum Einsatz kommt in der nächsten Saison. Im offensiven Mittelfeld, da ist gesetzt der japanische Nationalspieler Kiyotake, der vermeintlich wertvollste Spieler im Dress des 1. FC Nürnberg. Da waren ja auch schon angeblich einige Clubs aus der englischen Premier League an ihm interessiert. Einer der besten Vorlagengeber der letzten Bundesliga-Saison. Extrem stark, wenn es um Standardsituationen geht. Sehr wertvoller Spieler in Reihen des Clubs. Über die Außen, dort gibt es einige Alternativen. Mike Franz, ja, ist auch eine Alternative, würde ich aber nicht bevorzugen. Über links könnte entweder Plattenhardt oder der Neuzugang VfS Zürich, der Schweizer Drimmitsch, kommen. Wie gesagt, 3 Millionen Euro gekostet, mit Abstand der teuerste Neuzugang in dieser Sommerpause. Wird wahrscheinlich auch über links kommen. Ich weiß nicht, ob er auch im zentralen Bereich stürmen kann, aber in Zürich hat er dort gespielt, auf der linken Außenbahn. Ich denke, auch dort wird er in Nürnberg zum Einsatz kommen. Über rechts gibt es jetzt eine Menge Alternativen.
Ein S-Bein könnte dort spielen, ein Robert Mack. Ein Mäntler könnte dort spielen oder auch ein Timo Gebhardt. Jede Menge Alternativen. Vom Fußballerischen her ist wohl Timo Gebhardt dort zu bevorzugen. Der Mann aus der Jugend von 1860 München. Aber er hat in der letzten Saison häufiger mal auf der Bank geschmort. Ähnlich wie ein S-Bein, der fußballerisch auch eigentlich ein sehr guter Spieler ist. Robert Mack, der hatte eher charakterliche Probleme in der letzten Saison mit den Nürnberger Coach Wiesinger. Mäntler, ebenfalls ein Talent aus der eigenen Jugend. Also da haben die Nürnberger eine Menge Alternativen. Aber ich denke mal, Timo Gebhardt wird da erstmal den Vorzug bekommen. Ich weiß nicht, ob Drimmitsch auch auf der rechten Bahn spielen kann. Das wäre natürlich dann auch noch eine gute Alternative, Drimmitsch den Flügel wechseln zu lassen und mit seinem starken linken Fuß dann zum Abschluss kommen zu lassen. Und links stattdessen dann mit, wie ich finde, einen sehr talentierten Marvin Plattenhardt zu spielen. Dann die Nürnberger gute Alternativen. Ganz vorne im Sturm wird es wohl zu einem Zweikampf kommen zwischen den tschechischen Nationalstürmer, klassischer Mittelstürmertyp Thomas Speckhardt oder eventuell den Neuzugang Daniel Ginczek von Borussia Dortmund, der allerdings auch noch nicht so wirklich über Bundesliga-Erfahrung besitzt, war in den letzten zwei Spielzeiten in die zweite Liga zu Bochum bzw. zum 1. FC St. Pauli ausgeliehen worden, wo er einige Tore erzielt hat, aber in der Bundesliga, ich glaube, er wurde vielleicht 3-4 Mal in Dortmund eingewechselt, aber ansonsten nicht wirklich über die Bundesliga-Erfahrung verfügt, hat 1,5 Millionen Euro Ablöse gekostet, aber vielleicht eine ernstzunehmende Konkurrenz und Alternative für Thomas Peckert. Könnte ich mir auch vorstellen, dass der junge Deutsche, ich glaube, er ist auch noch U21-Nationalspieler, dort zum Einsatz kommen könnte. So könnte das System möglicherweise sein. Es sei denn, Drimmitsch ist für den linken Flügel vorgesehen. Dann wird möglicherweise Plattenhardt sogar auf die Linksverteidigerposition zurückrücken. Pinola konnte notfalls noch inspielen. Oder sogar möglicherweise auf die Bank wandern. Und rechts stattdessen dann entweder Gebhardt, würde ich momentan wohl den Vorzug geben, vor Esswein oder auch Robert Mack. Und so könnte das Nürnberger System, das klassische 4-2-3-1 System, was ja mittlerweile schon 75% aller Vereine eigentlich spielen im modernen Fußball, so könnte die Nürnberger Startelf aussehen. Schauen wir mal kurz auf das Auftaktprogramm. Die Nürnberger reisen zum Auftakt nach Hoffenheim. Ach, da ist schon so eine Bewährungsprobe für die Klubberer. Hoffenheim ist schwer einzuschätzen, wie sie stehen. Haben wir eigentlich einen guten Kader zusammen. Aber nach der letzten Horrorsaison muss sich der Club von Dietmar Hopp erstmal wieder neu orientieren. Danach geht es im ersten Heimspiel gegen den Aufsteiger Hertha BSC. Danach geht es zum FC Bayern. Da ist im Normalfall nichts zu holen. Und das zweite Heimspiel ist zu Hause. Ja, Heimspiel zu Hause vor allem, logischerweise, gegen den FC Augsburg. Also die ersten beiden Heimspiele sollten die Nürnberger natürlich nach Möglichkeit gewinnen gegen vermeintliche direkte Konkurrenten im Kampf um den Abstieg? Fragezeichen. Ja, ich denke, Nürnberg ist ja auch so die typische Fahrschul- und Ausbildermannschaft. Ich glaube, Nürnberg geht jetzt aber mittlerweile schon die 5. oder 6. Saison am Stück in die Bundesliga. Ist schon ein lange, lange Zeit auf jeden Fall für die Nürnberger. Ich glaube, schon 6-mal abgestiegen und 6-mal wieder aufgestiegen. Neben den 1. FC Köln die Mannschaft mit den häufigsten Auf- und Abstiegen. Aber sie haben sich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen wieder etabliert in der Bundesliga. Haben eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern wie ein Niklas Stark. Und auch ein Kio Tacke. Aber das wird den Nürnbergern auch häufig zum Verhängnis. Sie holen immer wieder junge Perspektivspieler für relativ wenig Geld, wie zum Beispiel ein Kio Tacke, der hat ja auch nicht viel gekostet. Ich glaube 1 Million Euro. Sein Marktwert wird jetzt auf 6 Millionen geschätzt. Aber irgendwann werden sie die Spieler wieder automatisch abgeben müssen. Zum Beispiel in der jüngeren Vergangenheit bei einem Ilkay Gündogan, bestes Beispiel. Den haben sie, glaube ich, sogar für unter 1 Million Euro verpflichtet und dann für knapp 6 Millionen an Dortmund verkauft. Okay, er ist mittlerweile natürlich noch mehr wert, aber das ist natürlich den überragenden Leistungen in Dortmund geschuldet. Aber das Problem haben die Nürnberger immer wieder, wenn man ein bisschen weiter zurückblickt, ein Stefan Kießling oder ein Kakao. Die haben oder sind alle in Nürnberg groß geworden, aber dann früher oder später müssen sie für
mehr Geld für mehr Gehalt dann den Verein wechseln. Und ich habe Ausbildervereine vorhin in den Mund genommen. Das sieht man auch daran, dass die Nürnberger immer wieder Leihgeschäfte abschließen mussten. In der jüngeren Vergangenheit war es zum Beispiel ein Mehmet Ekici, der ja überragend in Nürnberg gespielt hat, der von den Bayern ausgeliehen war und dann für viel Geld zu Werder Bremen gewechselt ist. Oder ein Dennis Diekmeyer für relativ wenig Geld von der zweiten Mannschaft von Werder Bremen dorthin gewechselt, dann für 2,5 Millionen Euro waren es, glaube ich, zum HSV gewechselt. Oder auch ein Dani Didavi, ein Julian Schieber, die nur leihweise beim Club spielten. Und natürlich, nachdem sie sehr gut spielten, dort haben sie ja noch wirklich gut gespielt, ein Didavi, ein Schieber, nach der Saison, weil sie eben nur ausgeliehen waren, den Verein wieder verlassen mussten. Davor waren es auch noch ein Breno, ein Andreas Ortel. Ich glaube, die Liste ist ziemlich lang von jungen Spielern, die in Nürnberg ein bisschen Bundesliga-Reife dazu gewinnen, weil sie eben dort Spielpraxis bekommen, aber den Club dann leider nach spätestens zwei Spielzeiten wieder verlassen. Dieses Problem werden die Nürnberger nicht so richtig los. Und ich denke, das wird auch schwierig, aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Zwar haben sie auch in dieser Saison wieder ein Plus gemacht, aber sie sind relativ selten, eigentlich nie, im internationalen Geschäft vertreten. Deswegen werden die Einnahmenquellen nicht mehr. Und deswegen sind sie irgendwann immer wieder notgedrungen, Spieler zu verkaufen. Wie in dieser Saison zum Beispiel an Tim Klose, auch wenn ich diese 6 Millionen immer noch für überschätzt halte, haben die Nürnberger, wie gesagt, ein gutes Geschäft gemacht. Und dann holen sie dafür immer wieder junge Perspektivspieler. Die entwickeln sich dann meistens sehr gut weiter und werden dann wiederum verkauft. Der Teufelskreis in Nürnberg. Aber gut, schauen wir mal auf meine... Was heißt, schauen wir mal? Nein, meine Einschätzung des ersten FC Nürnberg. Qualitätstechnisch, ich hatte es vorhin, glaube ich, schon einmal gesagt, hat sich nicht so viel verändert. Deswegen, ich denke, die Ziele von Michael Wiesinger und dem Club werden auch diesmal bescheiden sein und werden lauten, nichts mit dem Abstieg zu tun bekommen. Wenn alles normal läuft, sollte der Club auch relativ locker die Liga halten. Ich denke, die Nürnberger werden im gesicherten Mittelfeld landen. Das heißt so zwischen Platz 10 und 13. Aber wenn da mal ein, zwei Säulen wegbrechen sollten, zum Beispiel ein Kiyotake sich verletzen, plus einer der beiden Innenverteidiger, dann könnte es relativ schnell eng werden, denn in der Breite, gerade in der Innenverteidigung, sieht es beim Club nicht so gut aus. Nilsson, okay, er war der torgefährlichste Abwehrspieler der Liga in der letzten Saison, aber er hat so seine Schwächen, ist nicht der schnellste, ein ähnlicher Verteidigertyp wie Pogatetz. Ich denke, da könnten die Nürnberger vielleicht doch nochmal aufrüsten, vielleicht auch nochmal im defensiven Mittelfeldbereich. Niklas Stark ist ein großes Talent, klar. Aber sollte sich ein Balic oder ein Vollner verletzen, sieht es auch dort auf dieser Position relativ mager aus. Vielleicht könnten die Nürnberger noch ein, zwei Transfers tätigen. Geld sollte ja in der Kasse sein, das sollte nicht das Problem werden. Und dann sind die Nürnberger auf jeden Fall auch in der Breite gut aufgestellt und sollten nichts mit dem Abstieg zu tun bekommen. Das war meine Einschätzung des Clubs vom 1. FC Nürnberg. Jetzt könnt ihr eure Meinung in die Kommentare schreiben, diskutiert mit, wie schätzt ihr den Club aus Nürnberg ein? Abstiegskandidat, ja oder nein? Oder, ähnlich wie bei Hertha BSC schon beim letzten Mal, könnten die Nürnberger zu einer echten Überraschung werden? Schreibt es in die Kommentare, wie schätzt ihr die Klubberer ein? Und dann sehen wir uns beim nächsten Bundesliga-Verein wieder. Ich glaube, als nächstes steht Eintracht Braunschweig auf meiner Liste. Bis dahin, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Euer Killer.